Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, Freunde und Förderer des Campus-Symposiums. Der heutige und der morgige Tag stehen unter dem Thema Verantwortung übernehmen in Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Mobilität. Das sind drei große Themen unserer Zeit. Aus den vielen Gesprächen, die ich mit Ihnen im Vorfeld führen durfte, habe ich zumindest einen Eindruck bekommen können, was Sie bewegt, vor welchen Herausforderungen Sie stehen und wie Sie die Zukunft gestalten wollen. Dank unserer hochkarätigen Referenten werden wir hier im Rahmen des Campus-Symposiums viele Ihrer Themen wiedersehen und diskutieren. Ich hoffe, dass Sie neue Lösungsansätze kennenlernen und Visionen für die Zukunft entwickeln. Also die erste Frage ist ja, ob man im Alter von 62 zwingend noch einen 40-Stunden-Job braucht. Aber machen Sie sich keine Sorgen, ich kriege meine Zeit schon geordnet. Wie können Werte im Fußball digital gelebt werden? Jetzt kann man ja auf so einen Chart gucken und kann sich sagen, Fußball, Werte, so. Geht es nicht eigentlich nur ums Gewinnen im Sport? Dann hat man eben die Chance, mit einer coolen Idee herauszustechen. Und ich sage immer, Jesus hatte auch mal nur 12 Follower. Das heißt, jeder von denen fängt irgendwo klein an. Produktion, Ernährung, das Finanzwesen, Politik, Vernetzung, Kultur, Klima, persönlich, überall Veränderungen haben. Denn wenn erst einmal die Kipppunkte dieses komplexen Weltklimasystems erreicht und überschritten sind, dann gibt es kein Zurück mehr. Dann war es das. Und unter dem Gesichtspunkt sehe ich für die Menschheit die größte Verantwortungsherausforderung, genau in der Abwehr einer Klimakatastrophe. Und dafür müssen wir dekarbonisieren. Abschluss des Campus-Symposiums 2021. Wir hoffen, dass Ihnen die Veranstaltung genauso gut gefallen hat wie uns, Sie neue Ansätze mitgenommen haben und vielleicht die ein oder andere Frage in Bezug auf Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Mobilität beantwortet werden konnte.